Und dann ist die Frage, ob er eine Supervision auch mit hineinbringen möchte, was ja für sich selber auch ein ganz interessanter Begriff ist, kommt ja, würde man argumentieren, eher aus dem Amerikanischen heraus, wobei witzigerweise die unter Supervision ja ganz was anderes verstehen, weil der Supervisor ja sinngemäß der Vorgesetzte ist und dann die Supervision dann eigentlich das Drüberschauen des Vorgesetzten ist, sozusagen, ne? Also das darf man nie vergessen, wenn man die Literatur beansprucht, dass da ein ganz anderer Begriff halt darunter dann zu verstehen ist. Und oft ist dann so, dass der Begriff der Supervision eher aus dem sozialen Bereich kommt, also Non-Profit-Organisationen im weitesten Sinne, und dass das in dem, was man als Wirtschaft bezeichnet, mein Lieblingsbegriff auf der Ecke, dass dort der Begriff eher so, naja, was soll denn das jetzt sein? Und dann nennt man es dort halt eher Coaching. Und dann natürlich gibt es aber wieder unzählige Leute, die sich 3 Abende lang darüber mokieren könnten, über die Unterschiede zwischen Supervision und Coaching. Ich persönlich finde das Coaching ein Ticken näher in Richtung Training ist. Also quasi, wenn irgendwo da ganz da draußen Training ist und da Supervision ist, dann würde ich sagen, dass Coaching ein bisschen weiter in diese, also nicht da drüben beim Coach, beim Training, aber schon ein bisschen weiter auf dieser Seite des Lebens. Also viel näher an Supervision, aber doch ein bisschen mehr Training. Sozusagen, ab und zu kommt man einfach in Situationen hinein, wo es schon Sinn macht, wahrscheinlich ein bisschen mit seiner eigenen Meinung auch zu argumentieren und zu arbeiten. Also nicht, also ein bisschen auch vielleicht einmal hinauszugehen aus diesen, dass sich der Klient die Dinge selber findet, selber für sich herleitet.